Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Raps-Profi-Talk. Wir senden heute live aus unserer Top-Agrar-Profi-Maschinenhalle hier im schönen Münsterland. Wir haben extra noch einen kleinen Drohnenüberflug vorbereitet, damit Sie sich vorstellen können, wo wir heute sind. Hier laufen auch die Testprojekte von Top-Agrar und Profi. Und mein Name ist Guido Höhner. Ich bin einer von zwei Chefredakteuren bei der Top-Agrar-Redaktion. Ich freue mich, dass wir heute hier nachher in der Gänze vier Raps-Expertinnen und Experten haben werden. Im Moment sind noch zwei hier. Sie sehen zwei leere Stühle. Da wird dann für die Schlussrunde, wenn auch Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Fragen stellen können, die Fragen hier beantwortet von der Schlussrunde. Und wir wollen das Ganze heute in zwei Blöcke teilen. Wir beginnen gleich mit der Marktsaison, der Saison 23/24. Und mit den aktuellen ökonomischen, pflanzenbaulichen Rahmenbedingungen kommt danach. Sie haben die Möglichkeiten, Fragen zu stellen bei ClickMeeting und wir werden auch im Rahmen unserer Sendung gleich eine kleine Umfrage einblenden. Die Ergebnisse werden wir uns dann zum Schluss unserer Sendung ansehen. Bitte beachten Sie, dass das absolut anonym ist. Das System ermöglicht die Abgabe der Angaben, ohne dass wir rückverfolgen können, natürlich von wem welche Angabe kommt. Wir kommen gleich zum ersten Teil. Wenn man sich das mal in den letzten Jahren anguckt, sind es schon extreme Schwankungen gewesen. Also bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mir mal Charts angeguckt mit den Rapskursen seit Februar 21 und los ging es vor knapp 2,5 Jahren mit 350 Euro die Tonne. Dann ging es hoch bis zum Juni 22 bis zu unglaublichen 800 Euro die Tonne. Dann für manche überraschend, für unsere Experten wahrscheinlich nicht so überraschend, ging es wieder abwärts auf 380 und jetzt im Moment sind wir, glaube ich, bei 460, 465, da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also das Ganze ist schon für die Anbauer ziemlich anspruchsvoll, das Ganze zu planen und die wirtschaftlichen Konsequenzen zu ziehen. Natürlich auch bei wechselnden Düngerpreisen, Pflanzenschutzmittelpreisen, Dieselpreisen. Und wir wollen heute uns mit der Frage beschäftigen, was macht das denn mit den Anbauern? Wie reagiere ich da wirtschaftlich drauf? Und wie werden sich die Preise weiterentwickeln? Bei mir ist Thomas Mielke. Herzlich willkommen. Er ist studierter Volkswirt und Direktor des Instituts ISTA Mielke. Den internationalen Branchendienst Oil World geben Sie heraus. Und Dietmar Brauer. Dietmar Brauer ist unter anderem geschäftsführender Gesellschafter der MPZ und Geschäftsführer im Rapulring. Auch herzlich willkommen an Sie. Wir haben uns hier entspannt hingesetzt und wollen jetzt direkt in die Diskussion einsteigen. Herr Mielke, vielleicht mal in drei, vier Sätzen. Was sind die Haupteinflussfaktoren bei der Rapsbildung beim Preis? Was war da eigentlich los in letzter Zeit? Die Haupteinflussfaktoren kommen vom Weltmarkt. Mhm. Zunächst von der Rapsseite. Weltproduktion hat sich erheblich ausgedehnt, okay, in den letzten 2 Jahren. Zweite. Was sind da, wenn ich kurz fragen darf, die Hauptanbieter, die dann auf dem Weltmarkt auftreten? Australien, mhm, Kanada, mhm, Ukraine. Auch Südamerika beginnt mehr Raps anzubauen, ist aber noch in den Anfängen. Okay, und wie können wir uns darauf einstellen oder müssen wir uns darauf einstellen, wird der Kurs weiterhin so Achterbahn fahren? Was waren da die Auslöser? Warum geht das so hoch und runter? Ja, zunächst mal die Einflussfaktoren auf den Rapspreis. Ja, genau. Das ist die Rapsproduktion weltweit. Mhm. Das ist die Sojabohnenproduktion. Sojabohnen ist das die wichtigste Ölsaat mit einem, muss man sich vorstellen, einem Tagesverbrauch weltweit von 1 Million Tonnen. So viel Tagesverbrauch in der Welt. Natürlich spielt das eine Rolle, wie entwickelt sich die Sojabohnenproduktion. Drittens die weltweite Versorgung mit Pflanzenölen. Mhm. Und da ist Rapsöl das drittwichtigste Öl. Nach Palmöl ist dazwischen. Nach Palmöl und Sojaöl. Mhm. Und insbesondere ist die Palmölproduktion von großer Bedeutung für den Rapspreis. Und wenn die Palmölproduktion schwächelt und die Exporte von Palmöl aus den wichtigen Exportländern schwächelt, dann steigt häufig auch der Rapssaat- und Rapsölpreis. Und das haben wir auch erlebt in den letzten 15 Monaten. Vielleicht für mich als Laie, Palmöl ist ja eine Dauerkultur. Wie wirkt sich da die Witterung drauf aus, direkt auf den Ertrag der Palmölkulturen? Ja, es wirkt die Witterung, ja, mit einer Zeitverzögerung. Mhm. Aber auch der Zustand der Bäume, ja, die Düngung,
das Alter der Bäume, die Ausdehnung. Und da sind Fehler gemacht worden in letzter Zeit. Es wurde zu wenig neu angepflanzt, sodass die Bäume zu alt wurden und weniger Ertrag gebracht haben. Ah, okay. Und zweitens, und da kommen wir nachher nochmal drauf, zweitens, die Erfolge in der Reduzierung der Rodung, ja. Erfolge in der Reduzierung der Brandrodung, ja. Die in Indonesien und Malaysia stattgefunden haben, führten dazu, dass die Ausdehnung der Palmeproduktion sich deutlich verlangsamt hat. Sogar mehr. In Malaysia fällt die Palmölfläche und in Indonesien steigt sie nur noch ganz schwach, sodass das Wachstumspotenzial der Palmölproduktion durch diesen Landeffekt weniger Ausdehnung, deutlich weniger Ausdehnung. Das verstehe ich. Wenn Sie aber dann eine Palmöl, so stelle ich es mir vor, die Anpassung der Produktionsmenge ist ja zeitversetzt, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist eine Dauerkultur. Aber was hat denn dazu geführt, dass wir aus diesem Allzeitpreishoch wieder so runtergerumst sind? Die Reaktion der Produzenten weltweit von Ölsaaten und Ölen und die Reaktion der Konsumenten. Die Produzenten haben kräftig die Produktion ausgedehnt. Mhm. In den letzten 12 Monaten ist die Rapsproduktion um 12 Millionen Tonnen gestiegen, mit einer kräftigen Ausdehnung in Australien, 8 Millionen Tonnen. Und die hatten gutes Wetter, glaube ich. Die hatten super Wetter. Auch Ukraine hatte eine gute Ernte, Russland, Kanada. Europa auch. Wir hatten im letzten Jahr eine sehr gute Ernte, sodass wir einen Überschuss von Raps hatten und gleichzeitig eine sehr gute Produktion von Sonnenblumensaat und Sonnenblumenöl. Und auf der anderen Seite haben durch die hohen Preise die Konsumenten reagiert. China, Indien, viele Entwicklungsländer, die ihren Verbrauch für Nahrungsmittel und ihren Nahrungsmittelverbrauch aufgrund der hohen Preise eingeschränkt haben, sodass wir plötzlich in der zweiten Jahreshälfte von 2022 bereits in einen Produktionsüberschuss hineinkamen und das führte zum Preisrückgang. Herr Brauer, haben Sie noch mehr Faktoren, die sich darauf auswirken aus Ihrer Sicht? Herr Mika, natürlich die wesentlichen Faktoren genannt. Wir müssen uns dabei immer daran erinnern, dass wir in 2021 eine katastrophale Ernte in Kanada gehabt haben und eine Unterdeckung aus 21 heraus auch auf dem Weltmarkt. Und das hat den Rapspreis ja schon auch vor dem Ukraine-Krieg getrieben. Ich glaube, das war in Kanada, diese hohen Temperaturen zur Blüte. Genau, ne? Und die Temperaturen zur Blüte und diese auch elendige Trockenheit. Ja. Das war eigentlich der Faktor, warum wir schon in Beginn 22 einen zu dem Zeitpunkt preishoch hatten. Und dann kam der Schock des Ukraine-Krieges oben on the top. Und das hat sich dann doch relativiert mit den Faktoren, die Herr Mielke gerade eben genannt hat. Und hinzu kommt noch vielleicht, natürlich hat sich mit der Erfahrung aus diesem Allzeithoch der Handel auch eingedeckt mit Vorkontrakten. Landwirte haben Vorkontrakte auch auf hohem Preisniveau abgeschlossen, auch schon für die Ernte 23. Ja. Und das wirkt sich natürlich jetzt auch aus, dass der Preis sich relativiert hat. Aber worüber reden wir, wenn wir jetzt von 450 oder 65 gar sprechen, dann ist das immer noch eine ausgezeichnete Position, den der Rapsanbau oder der Raps in Europa hat. Mhm. Herr Mielke, wenn ich glaube, viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen ja, wie geht das denn jetzt weiter in den nächsten 12 Monaten? Bleibt das so volatil oder beruhigen sich die Märkte etwas und bleiben wir auf einem höheren Niveau? Wir rechnen damit, dass es volatil bleibt. Mhm. Wir haben Wetterprobleme. El Niño hat sich fest stabilisiert. Mhm. Wir wissen noch nicht so ganz genau, welche Auswirkungen das hat. In welchen Ländern haben wir Trockenheit, in welchen Ländern zu viel Regen. Mhm. Im Moment ist es zu trocken in Nordamerika.
betrifft Soja, betrifft aber auch Canola in Kanada zum Teil. Mhm. Es kann Auswirkungen haben auf Südostasien. In Australien haben wir bereits Dürreprobleme. Die Rapsernte, die Canola-Ernte in Australien wird deutlich kleiner sein. Das wissen wir jetzt schon. Was wir noch nicht wissen, wie stark wird es zu Trockenheit kommen in Indonesien, Philippinen und Malaysia. Einige Regionen sind schon trocken, sodass wir mit einer Zeitverzögerung mit Produktionseinbußen rechnen müssen in 2024. Gleichzeitig laufen wir auf einen Produktionsüberschuss bei Sojabohnen hin, wenn sich das Wetter normalisiert in Südamerika in den nächsten Monaten und wir eine normale Ernte kriegen Anfang 2024. Dazu kommt die Spekulation. Die Spekulation hat ja auch mit dazu beigetragen, dass die Rapspreise bei 800 Euro oder darüber lagen. Die Spekulation geht in beide Richtungen, nach unten und nach oben. Nein, wir werden mit volatilen Märkten leben müssen. Das Verbrauchsniveau ist sehr hoch inzwischen und die Reserve Vorräte relativ klein, sodass, wenn es zu Wetterproblemen in ein oder zwei großen Gebieten, Produktionsgebieten kommt, dann wir sehr schnell die Sorge haben, in einen Engpass zu laufen. Die Volatilität, Herr Brauer, dann nochmal. Volatilität ist ja das eine, aber eine Verdopplung des Preises, was wir ja teilweise gesehen haben, das sind ja Ausschläge, die waren so noch nicht da, oder? Nein, die waren so noch nicht da und die sind auch nur so zu erklären, wie ich das gerade eben schon einmal versucht habe. Wir waren aufgrund von, sagen wir mal dazu, normalen Störungen, weil schlechte Ernte, übrigens Kanada nannte ich, aber Australien in dem Jahr auch nicht gut und auch die europäische Ernte war in 21 nicht wirklich sehr hoch. Und das hat dazu geführt, dass wir ein hohes Preisniveau schon in der zweiten Hälfte 22, in der zweiten Hälfte 21 gehabt haben und zu Beginn 22 eben schon bei deutlich über 400 an die 500 lagen. Und dann kam ein Störfaktor der brutalsten Weise, nämlich der Krieg in der Ukraine. Und das ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor, der ja nicht nur den Rapssaatpreis, sondern fast alles durch die Decke gehen ließ. Frage an Sie beide, wie groß ist der Einfluss der Psychologie in der Preisbildung? Also man hat ja den Eindruck, dass immer mehr kurzfristige Ereignisse zu Riesenausschlägen führen, weil die Leute alle, wie hier Münsterland sagt, freidrehen. Kann man sagen, dass die Psychologie immer wichtiger wird? Die war immer wichtig, die Psychologie. Aber vielleicht durch die weltweite Vernetzung, dass die Informationen viel schneller gehen und das alles dramatisiert wird? Ja, aber vielleicht führt auch fehlende Kenntnis der tatsächlichen Lage zu größeren Ausschlägen. Also es ist wichtig, die Märkte zu beobachten, den Markt zu verstehen, versuchen zu verstehen, die Lage zu verstehen. Wir haben gesehen durch die Erfahrung von Januar, Mai 2022 mit den extremen, Ukraine-Krieg war natürlich extrem. Ja. Die Sorge, das Schwarze Meer fällt aus. Ja, absolut. Die Ukraine, der wichtigste, weltgrößte Exporteur von Sonnenblumenöl. Wir haben kein Sonnenblumenöl mehr. Große Panik. Und wir haben erkannt, wir haben gemerkt, dass die Märkte in der Lage sind, sehr schnell sich selbst zu korrigieren. Okay. Es wurden neue logistische Möglichkeiten gefunden. Die Ukraine hat auf anderen Wegen exportiert. Es gab Anpassungen sowohl auf der Produktions- und Nachfrageseite. Daraus können wir lernen, dass es manchmal sehr viel besser ist, wenn die Politik sich raushält mit Reglementierungen. Es gab zum Beispiel auch einen Exportstopp, ein Exportembargo von dem weltgrößten Exporteur, nämlich Indonesien, im Mai letzten Jahres von drei Wochen. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn der wichtigste Exporteur, um seine Inlandspreise zu reduzieren, entscheidet, ein Exportembargo zu machen. Absolut. Das waren drei Wochen, sagten Sie, ne? Drei Wochen. Und das führte natürlich dann zu großer Panik und Sorge auf Seiten der Importländer und der Verbrauchsländer.
Ja, das Beispiel 3 Wochen Importstopp Indonesien hat sofort zur Exportstopp von Indonesien hat sofort zu einem Preisausschlag geführt. Und natürlich ist das Psychologie. Das ist immer Psychologie. Leere Regale sind Psychologie getrieben. Die Angst, dass es eben kein Raps- oder Sonnenblumenöl mehr gibt. Sonnenblumenöl war ja tatsächlich dann auch... Wir vergessen das so schnell, aber wir hatten ja, ja leere Regale in den Supermärkten, ne, wo das Öl weg war. Ja, und das ist erst gut ein Jahr her. Und insofern... und Herr Mirke hat ganz richtig gesagt, die Märkte, die Warenströme haben sich reguliert. Aber wenn, und wir sprechen ja immer von den Störfaktoren, wenn das Getreideabkommen Schwarzmeer nicht verlängert wird, dann geht der Preis gleich wieder nach oben. Kann ja auch gar nicht anders sein. Wie soll die Ware fließen in dieser Größenordnung? Was macht ich, also... Man hat ja fast den Eindruck, als Anbauer sitzt man mittlerweile im Spielcasino. Setze ich jetzt oder mache ich nicht? Was raten Sie Anbauern? Wie ist das mit dem Absichern? Zeichne ich Kontrakte? Wie viel? Wie gehe ich denn jetzt mit meiner Vermarktung um? Der Anbauer hat viele Monate Zeit, über seine Vermarktungsstrategie nachzudenken. Er kann viele Monate vor der tatsächlichen Ernte... Aber ist es denn nicht Praxis, dass dann kurzfristig entschieden wird? Der Anbauer hat zumindest die Möglichkeit, deutlich weit im Voraus, 12 Monate, 15 Monate im Voraus, bereits einen Teil seiner Ernte zu vermarkten. Wenn er schlau ist, vermarktet er aber allerdings nur maximal 50 oder 60%, weil er seine eigene Ernte gar nicht kennt. Also der Vermarkter hat in diesem Szenario, was wir gerade schildern, mit hoher Volatilität, eine relativ bessere Position als der Konsument, der sich häufig nicht so langfristig entscheiden kann und decken kann. Nur der Anbauer, der Farmer muss es dann auch tun. Er sollte sich entweder absichern über die Terminmärkte, wenn die Preise sehr attraktiv sind im Vergleich zu seinen Kosten, dann sollte er sie festmachen und sollte zufrieden sein damit und nicht warten, oh, vielleicht steigen die Preise aber noch höher. Aber das ist das, was ich ja meine, dass ja bei manchen auch so eine, ich will das gar nicht despektierlich sagen, aber eine Spielermentalität aufgetan hat, dass man sagt, oh, das steigt noch, das steigt noch, das steigt noch und das dann war es immer vorbei. Das ist gefährlich und die Leute, die da cool rangehen und eine Strategie haben und diese Strategie auch verfolgen, die fahren unterm Strich besser, wenn sie die Vermarktung über das Jahr verteilen, aber in den Perioden, in denen die Preise besonders attraktiv erscheinen, einen höheren Anteil der Ernte zum Teil auch schon vorverkaufen. Mhm. Ja, Herr Mirke, das sprechen wir beide immer wieder und haben immer wieder die Diskussion. Das ist unendlich schwierig für den Vermarkter, für den Landwirt, diese Strategie tatsächlich zu verfolgen. Denn auch das ist nicht Gambling oder das ist nicht Spielen, sondern es ist extrem schwierig einzuschätzen, wie viel nehme ich jetzt auf den Markt und warte ich noch oder... Das, aber man sollte nicht versuchen, auf den Preishöhepunkt zu verkaufen, weil den Preishöhepunkt weiß man erst im Nachhinein, denn es ist zu spät. Ich glaube, ja, aber das ist, diesen Satz, den bringen Sie jedes Mal und dann sitzen wir da vor 180 Landwirten und wollen Ihnen ja eigentlich etwas mit an die Hand geben und auf den Weg geben. Grundsätzlich stimme ich Ihnen natürlich zu. Aber wie groß ist denn die Gefahr, wenn ich jetzt, sagen wir mal, sehr stark steigende Preise habe und sage, so, jetzt mache ich das dicht und verkaufe meine nächstjährige Ernte? Zum Teil, genau. Das ist nämlich, darauf will ich hinaus. Wir hatten ja in vielen Regionen Frühsommertrockenheit und zwar auch große. Da ist ja Ertrag auch verbrannt. Die Bestände sind relativ spät im Frühjahr in Sud gekommen. Im Grunde genommen haben sich da auch einige Landwirte verzockt vielleicht, dass sie zu viel verkauft haben? Da sind Herr Mielke und ich uns immer einig, dass ein Landwirt wirklich aufpassen muss, dass er die Menge gut einschätzen kann und wenn er zu einem frühen Zeitpunkt in die Vermarktung geht, auf keinen Fall zu viel in den Kontrakt packt. Also die 50%, die würden mir im Herbst eigentlich auch noch zu viel sein. Ja. Aber wenn man normalerweise in der Geschichte des Betriebes 20%
oder 25% vorverkauft hat vor der Ernte. Und wenn die Preise besonders attraktiv sind im historischen Vergleich und im Vergleich zu meinen Kosten, dann wäre es ratsam, einen höheren Anteil zu verkaufen. So, nicht weniger und nicht mehr. Vieles ist nicht zu prognostizieren, wie das Wetter. Und Wettereinflüsse können sehr große Auswirkungen haben in den entscheidenden Produktionsländern. Nordamerika, Südamerika, Asien. Jetzt für unsere Anbauer, Sie sind ja beide schon ziemlich lange im Geschäft, nimmt die Schwankung der Erträge, nimmt das zu? Ist das so Ihre Erfahrung über die letzten Jahre? Ich meine, wir haben ja jetzt sehr viel Trockenheit die letzten 5, 6 Jahre gehabt und dann mal hatten wir eben 22, ging es dann mal wieder. Nimmt das zu? Wird es schwieriger, das abzuschätzen? Es ist ein anderes Problem. Es ist nicht so sehr, dass die Erträge schwanken, sondern es ist meiner Meinung nach eine Tendenz, dass ein immer größerer Teil der Weltproduktion und noch mehr ein immer größerer Teil der Weltexporte in weniger Ländern produziert wird. Und dadurch zwangsläufig... Durch die Konzentration, ne? Dadurch, dass die erfolgreichen Länder wie Brasilien, Argentinien, Indonesien, Malaysia, Ukraine, Russland, USA, Kanada, die einen immer größeren Teil der Produktion und einen immer größeren Teil der Weltexporte ausmachen. Also wie immer, dass je mehr die Systeme sich spezialisieren und auf die Spitze getrieben, desto fragiler werden die Systeme. Und wenn es eine Trockenheit in den USA gibt, dann ist die US-Ernte betroffen. Ja. Ein Vorteil ist in Brasilien, wenn es eine Trockenheit in Brasilien gibt, dann ist sie häufig nicht überall, weil Brasilien sich über einen sehr viel größere Fläche verteilt. Aber im Prinzip ist das so, dass die Konzentration auf weniger Regionen als früher den Ausschlägen führt. Natürlich schwanken auch die Erträge. Die Ertragsschwankungen oder so, das sind natürlich auch die heftigeren Witterungsereignisse. Das würde ich noch ergänzen zu dem, was Herr Mielke gerade eben gesagt hat. Das beobachten wir jetzt seit einigen Jahren. Und es ist hier bei uns in Deutschland, Europa, diese trockenen, heißen Frühsommer, die uns zu schaffen machen. Und sind es anderswo eben Starkregenereignisse. Und das führt natürlich dann auch zu diesen Ertragsschwankungen oder Ausschlägen in der Erntemenge. Ich glaube, die Hitze spielt auch eine immer wichtigere Rolle, weil wir ja Temperaturen mittlerweile erreichen. Sie sagten gerade USA, die haben ja diese gerade sehr hohen Hitzeperioden. Das war ja vor 2 Jahren in Kanada das Problem, dass es während der Blüte diese paar Tage mit 40 Grad oder an 40 Grad gegeben hat, was der Raps dann nicht abkann. Ne? Eine Herausforderung für die Züchtung. Ja. Ich wollte noch mal etwas sagen zur der Vermarktungsstrategie und der Schwierigkeit der Landwirte zu entscheiden, was machen sie zu welchem Zeitpunkt. Noch viel schwieriger ist es ja, wenn sie jetzt entscheiden müssen, was sehe ich aus im August, September. Denn da muss ich ja noch weiter gucken. Wie wird die Preissituation sein in 2024, 2025 in der Relation zwischen hier bei uns, zwischen Weizen und Raps, aber in anderen Ländern natürlich auch. Vor allem, wenn ich in Fruchtfolgen denke, ich kann ja nicht mal eben sagen, ich mische die Karten neu, sondern wenn ich es vernünftig mache, habe ich ein ganzes System. Herr Brauer, nochmal, gehen wir mal ein bisschen aus der großen Weltpolitik ein bisschen wieder zu uns hier, nach Deutschland. Wie wird sich der Rapsanbau bei uns voraussichtlich entwickeln und welchen Einfluss hat denn diese zwischenzeitlich doch sehr intensiv geführte Diskussion Versorgungssicherheit der Bevölkerung vor energetischer Nutzung? Wenn Sie da vielleicht nochmal Ihre Einschätzung sagen. Ja, grundsätzlich sind wir ganz optimistisch, was den Rapsanbau an sich angeht in Deutschland und EU, Europa. Der Raps ist ein fester Bestandteil in eben dieser Fruchtfolgeplanung, die nicht mal eben geändert werden kann. Im Grunde gibt der Rahmen der GAP uns hier auch vor, dass wir Raps in der Fruchtfolge als Fruchtfolgeglied haben werden. Mhm. Und Raps hat einfach auch den Markt. Mhm. Und dann komme ich zu dem zweiten Teil Ihrer Frage. Die Versorgungssicherheit mit Rapsöl ist zu jedem Zeitpunkt zu 100% gegeben gewesen und wird es sein, denn Rapsöl wird immer erst in die Flasche oder auf den Teller kommen
und dann erst in den Tank. Und immer kommt obendrauf ja noch Rapsschrot in den Trog. Ja. Und diese Faktoren der Märkte, der ist im Grunde eine gewissermaßen sicherere Bank für den Rapsanbau auch in Deutschland und Europa. Herr Mielke, genau, also Herr Brauer hat es ja schon angedeutet. Wenn wir uns ein Jahr zurückerinnern, das ist ja unheimlich viel passiert, auch in den Diskussionen. Versorgungssicherheit war das Thema Nummer eins, aber die Märkte, haben Sie eben schon angedeutet, haben sich ja als deutlich resilienter herausgestellt, als es einfach Glauben gemacht worden ist. Ist das Thema Versorgungssicherheit erstmal vom Tisch? Also, dass die Leute sagen, wie Herr Brauer schon sagt, für die menschliche Versorgung, für die Ernährungssicherung ist genug Pflanzenöl da? Es ist genug Pflanzenöl da, zu dem jetzigen Preis. Mhm. Der Preis ist für einige Konsumenten in Entwicklungsländern schwierig. Das haben wir oft nicht auf dem Schirm, ne? Dass das gerade für die Schwellenländer schwierig ist. Ne? Das ist schwierig. Es wird sich voraussichtlich entwickeln eine sehr reichliche weltweite Sojabohnenproduktion. Wir rechnen zurzeit mit einer guten Versorgung für Öl und Fette für das Jahr 2024. Allerdings glauben wir nicht, dass die jetzigen Preise bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Preise steigen werden von Pflanzenöl, dass die Pflanzenölpreise kräftiger steigen als die Schrotpreise. Die Schrotpreise sogar unter der Leitung von Sojaschrot werden zurückgehen, vielleicht kräftig, vielleicht mehr als 20%. Mhm. Aber die Ölpreise werden voraussichtlich steigen und das wird dem Raps zugutekommen. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die der Landwirt berücksichtigen sollte, wenn er entscheidet, inwieweit er Raps oder Weizen in diesem Herbst anbaut. Wir haben wie eben von mir schon bereits angekündigt, eine Umfrage vorbereitet. Die blenden wir jetzt gerade mal ein. Dort haben Sie die Möglichkeit, anonym, das ist ganz wichtig, anzugeben, in dem ersten Teil der Umfrage, wie viel Prozent Sie Ihrer Ernte bereits verkauft haben, der Rapsernte 23, 0, 1 bis 33, also ein Drittel, zwei Drittel oder alles, wobei alles etwas mutig sein könnte. Also klicken Sie das an und wir werden diese Ergebnisse gleich zum Schluss auch einblenden. Und die zweite Frage in unserer Umfrage ist im Grunde genommen, haben Sie sich in diesem Jahr schon entschieden, welche Rapssorten Sie anbauen wollen und wonach Sie sich entscheiden? Auch da klicken Sie bitte auf die Felder und wir werden uns dann zum Schluss unserer Sendung angucken, wie Sie abgestimmt haben. Das wird jetzt eingeblendet und da können Sie einfach in Ihrem Programm draufklicken und wir haben die Ergebnisse. Ich will noch mal eben zurückkommen, wer die Umfrage im Hintergrund läuft. Herr Brauer, ganz kurz. Ich weiß, Sie sind auch engagierend in verschiedenen Organisationen. Ein wichtiges Thema, wo wir immer wieder hingucken, was ja auch, wollen wir mal sagen, im letzten Jahr sehr, sehr kritisch diskutiert worden ist, das Thema Tank. Und wie sehr wird sich die weltweite Situation und die Diskussion auf den Biodiesel auswirken? Vielen Dank für die Frage. Die kritische Diskussion wird an sich nur hier in Deutschland und wird da dann vom Bundesumweltministerium oder der Bundesumweltministerin geführt. Frau Lemke, das will ich jetzt erstmal festhalten. Also im Großen und Ganzen ist die Akzeptanz für Biodiesel oder Biotreibstoffe, wollen wir es auch gerne übergreifen, aber Biodiesel ist natürlich für den Rapsanbau von entscheidender Bedeutung, in der Europäischen Union relativ positiv oder gut angenommen. Und wir haben mit der RED II eine Regelung in der EU bis 2030, die uns da eigentlich sehr gut absichert. RED II, können Sie es nochmal übersetzen? Das ist die erneuerbare Energien-Direktive der Europäischen Union, die regelt, wie erneuerbare Energien dann hier bei Biotreibstoffen einzusetzen ist, wie da dann die Treibhausgasemissionen gegengerechnet werden und mit welcher Quote dann eine Beimischung in den fossilen Diesel erfolgt. Viele sagen, man kann die Ziele
gar nicht erreichen, wenn man nicht beimischen würde. Ne? So ist das. Und aktuell ist der Biotreibstoff eigentlich der einzige Energieträger, der zu einer Reduktion der Treibhausgase, das sind alleine in 2021 11 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gewesen. Mhm. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass im Verkehrsministerium hier eine andere Auffassung Fuß gefasst hat und bisher dann eben die von Frau Lemke getriebene Anti-Kampagne Biodiesel nicht zum Zuge gekommen. Aber es entspannt sich gerade auch so ein bisschen wieder. Genau. Es ist nicht mehr ganz so verhärtet. Ne? Genau, weil eben jetzt auch die Fakten zunehmend auf den Tisch kommen, wie die gerade genannten 11 Millionen Tonnen CO2-Reduktionseinsparung durch Biodiesel oder Biotreibstoffe allein zuzurechnen. Und das sind natürlich auch Positionen, die man nicht einfach so wegdiskutieren kann. Mhm. Und viel größer ist eigentlich der aktuelle, ganz aktuelle Betrugsskandal mit importiertem Biodiesel aus China, wo es dann angeblich alles schon gebrauchte Speiseölabfälle sind, die dann hier verästert als Biodiesel der höheren THG-Zuordnung gewertet werden. Und das ja nur in Deutschland. Das ist natürlich auch ein Problem, das wir in der Europäischen Union haben, weswegen Deutschland dann im Grunde das Importeurland ist. Und der Skandal ist eigentlich, dass die Regierungen der Europäischen Union und ich kann es natürlich nur von Berlin sagen, hier nicht gewillt sind zu handeln. Das Aber das ist das Handeln ist so der Zertifikate, glaube ich, mit der petrochemischen Industrie. Ganz genau, ganz genau. Und das ist wirklich ganz aktuell ein großer Störfaktor. Zeigt auf der anderen Seite wieder, wie Biodiesel eben auch einen Markt hat und wie Biodiesel dann tatsächlich auch eingesetzt wird. Also es handelt sich hier um, wir sagen dazu, ganz brutal gepanschten Biodiesel. Da wird nämlich in der Hauptsache Palmöl der ersten Klasse, also direkt Palmöl, verästert und wahrscheinlich ein bisschen Altspeiseöl dazu und dann gibt es dafür das Zertifikat aus oder in China. Also, aber das ist jetzt nicht Ihre Frage eigentlich gewesen, sondern grundsätzlich wird der Biodiesel und wird Diesel auch über 2035 hinaus notwendig sein und dann wird es vornehmlich ja Biodiesel sein können, die große Antriebe, und dann reden wir über Schiffe und Schwerlasttransport oder eben auch Traktoren. Wir sitzen hier in einer Maschinenhalle. Ja. Ohne weiteres könnte natürlich die Landwirtschaft ihr größter Kunde sein, ihr selbst. Nicht? Also, ja, das wäre der Idealfall. Das, das ist natürlich, jetzt spricht hier ein Biodieselvertreter und nicht ein Vertreter, der die Dieselbeihilfe natürlich fordert. Das hat immer zwei Seiten, die Medaille. Ja. Aber so haben wir uns als UFOP, Sie sprachen das an, die Organisation, und das ist dann hier insbesondere die UFOP positioniert. Und da sind wir uns sehr, sehr einig mit unseren europäischen Kollegen, ganz besonders in Frankreich mit der FOP, das ist so wie die UFOP in Deutschland. Ja. Und wir haben eben auch einen europäischen Verbund, die European Oilseed Alliance, die hier versucht dann in Brüssel auch und das letztendlich mit der RED II ja auch ganz gut erreicht hat, stabilisierende Faktoren einzuziehen. Das bleibt also spannend. Ich komme jetzt zur Schlussfrage unserer ersten Runde. Das ist immer ganz beliebt, mal zu fragen, was denn in Zukunft passiert. Wenn Sie vielleicht, Herr Mielke, in 2, 3 Sätzen sagen, die nächsten 5 Jahre Rapsanbau für die Rapsanbauer, was sind die spannendsten Fragen? Was kommen an Herausforderungen auf die zu? Ich möchte das vom Weltmarkt her sagen. Die Tatsache, dass die Palmölproduktion an Dynamik verloren hat, ist ein ganz entscheidender Faktor für die Rapsproduktion. Mhm. Wir werden in der Welt sehr viel mehr Rapssaat und Sonnenblumensaat benötigen, also Ölsaat mit einem hohen Ölgehalt, um das fehlende Wachstum in Palmöl zu ersetzen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, inwieweit werden die Rahmenbedingungen es erlauben, dass ein Teil dieser Ausdehnung hier in Europa passiert oder in anderen Ländern?
Und wenn die Politik weiterhin es schwierig macht für den deutschen Landwirt, für den europäischen Landwirten zu konkurrieren im Weltmarkt, dann wird der größte Teil der Ausdehnung außerhalb von Europa passieren. Und da gibt es ein paar neue Kandidaten, wie zum Beispiel in Südamerika, Brasilien, Uruguay, Argentinien, Paraguay. Die sich, glaube ich, gerade auch organisieren, ne? Die sich organisiert in Brasilien, hat sich jetzt gerade ein Rapsaat, ein Canola Association gegründet. Aber das fängt jetzt ja nicht an. Das ist ja schon angefangen ja. Vor ein paar Jahren. Uruguay vor allen Dingen, da gibt es ein großes Wachstumspotenzial. Es gibt auch ein Wachstumspotenzial in Nordamerika, auch in Ukraine, Russland, in Asien. Also wir brauchen mehr Raps. Die Aussichten für den Raps, für die Rapsproduktion weltweit sind günstig. Ja. Kurzfristig sind wir positiv gestimmt auf den Rapsöl. Rapsaatpreis für 2024, vielleicht sogar für 2025. Aber ob die europäische Landwirtschaft daran teilhaben kann, wird zum großen Teil abhängen von den politischen Das würde ich nämlich genau auf Herrn Brauer als Schlussfrage jetzt nochmal hingehen. Wir haben ja einige Dinge wie SUR, Einschränkung im Pflanzenschutz, in der Düngung, in bestimmten Anbauverfahren. Wir hatten diese durchaus merkwürdige Diskussion über Rapsmonokultur, was ja wirklich auch lächerlich war, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Wie sehen Sie das? Werden uns da zu viel oder werden den Anbauern zu viel Steine in den Weg gelegt künftig oder derzeit? Ja, und wurden schon und haben, finde ich, die Rapsanbauer und wir als, ich sage jetzt mal Rapswirtschaft, ja. Auch schon viele Steine aus dem Weg geräumt oder solche Auflagen bewältigt. Also nehmen wir doch alleine mal das Verbot der neonicotinoiden Beizen vor 9 Jahren. Und wir können doch festhalten, dass es den Anbauern gelungen ist, wenn die Witterung gestimmt hat, sehr gute Rapserträge in den letzten Jahren auch einzufahren. Oder die Reduktionen, die schon erreicht worden sind im Pflanzenschutz und auch in der Düngung. Ich finde, wir haben wirklich sehr viel erreicht, was Endeffizienz im Rapsanbau angeht. Und durch Züchtung dann, Rapsorten, ne? Ja. Im Wesentlichen durch Züchtung. Ja. Und der Raps schon lange nicht mehr mit den 200 plus Kilogramm Stickstoff gedüngt wird. Das ist jetzt ein bisschen pauschal und muss regional natürlich auch immer runtergebrochen werden. Ja. Aber da haben wir schon viel bewältigt und deswegen bin ich auch ganz optimistisch, dass uns das in Zukunft ebenfalls gelingen wird. Aber ganz klar ist, 1,2 Millionen Hektar Rapsanbau in Deutschland geht nicht öko. Ne? Also ja. Das muss man festhalten. Und SUR ist natürlich so ein Damoklesschwert wie vor 2-3 Jahren hier bei uns in Deutschland, das von im Volksmund sogenannte Insektenschutzgesetz, ja. Das eben auch zu Einschränkungen in Deutschland schon geführt hat. Und SUR darf nun nicht noch eine Verschlimmerung dieser Situation für Deutschland mit sich bringen. Sie wohnen auf Pöhl. Genau. Wie viel Prozent Ihrer Ackerfläche wäre davon betroffen? Ja, alles. Also die gesamte Insel Pöhl und die Wismar-Bucht-Region sind ein europäisches Vogelschutzgebiet. Und deswegen stecke ich auch so in dem Thema und in dem Stoff. Dann ist so ein Betriebsstandort, der Züchtung betreibt, nicht mehr machbar und dann muss ich den Standort schließen und der macht eben auch einen Großteil unseres Gesamtunternehmens aus und entsprechend die Folgen. Deswegen ich eben so auch intensiv in dieser Materie stecke und ja, nun ist dieses in Berlin und Schwerin und Kiel und anderen Politikhochburgen noch ganz gut zu adressieren und man kennt sich, wenn ich das mal so pauschal sagen darf. Das fällt natürlich dann in Brüssel schon ungleich schwerer und das Ganze muss man dann ja in allen Hauptstädten der Europäischen Union. Es gilt ja derzeit als kritisch, ob das noch in der Legislaturperiode gemacht wird. Wir hoffen mal erstmal nicht. Das wird sich dann rausstellen, wie im September der Entwurf tatsächlich, wenn er denn kommt im September und wann er kommt im September und
wie er ausfällt und dann tatsächlich vom Rat und Parlament diskutiert wird und ob dann noch die Zeit reicht, das Trilogverfahren durchzuführen, wird diskutiert, ob das noch gelingt. Sie können sich vorstellen, was meine Hoffnung ist, nicht? Das lassen wir mal so stehen. Das war unser erster Block. Wir werden jetzt hier einen kleinen Unterbrecher einblenden. Wir wechseln hier mal eben unser Podium und dann sehen wir uns sofort hier wieder. Und dann bitte die nächsten Gäste. So, da sind wir wieder. Wir haben hier gerade gewechselt. Zwei neue Gäste, die stelle ich gleich vor. Aber zunächst habe ich hier gerade von unserer Regie die Umfrageergebnisse gekriegt. Und es ist ganz interessant. Die erste Frage war ja, wie viel Prozent der Rapsernte haben Sie bereits verkauft? 0% ist ein Drittel, 1-33% ein Drittel und 34-66%, 28 und sogar über 67% oder über ein Drittel, drei Drittel haben, mein Gott, zwei Drittel, sorry, also von 67-99% haben immerhin 8% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeklickt, also ziemlich mutig. Und die nächste Frage war, haben Sie sich schon entschieden, welche Sorte Sie anbauen wollen? 12% haben mit Nein gestimmt. Nein, erst nach den LSV-Ergebnissen haben 16% zum Teil, und das ist nicht besonders überraschend, haben knapp die Hälfte gestimmt. Und komplett entschieden haben sich ein Viertel, also rund 25%. So. Erstmal herzlich willkommen hier, das zu den Umfrageergebnissen. Wir kommen jetzt zum zweiten Block. Wir wollen uns jetzt noch mal tiefer mit der Wirtschaftlichkeit und den ackerbaulichen Herausforderungen des Rapsanbaus befassen. Und unsere Gäste sind einmal Martina Kring, frisch verheiratet. Wir haben noch den Namen gewechselt. Herzlichen Glückwunsch noch von meiner Seite. Sie kommt aus Rostock und ist Fachkoordinatorin für den Marktfruchtanbau sowie Betriebswirtschaft bei der LMS Agrarberatung in Mecklenburg-Vorpommern. Um es nochmal zu sagen. Und dann ist Malte Grohal hier, Fachberater im Rapulring, also beschäftigt sich intensiv mit Anbaufragen, die beiden Gäste hier. Und wir steigen direkt ein. Frau Kring, wie steht es 23 mit der Rapsernte in Mecklenburg-Vorpommern? Also wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, ich bin im Urlaub da gewesen, da war es relativ trocken jetzt zum Schluss. Hat sich das auf den Ertrag ausgewirkt und wann geht der Mähdrusch los? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir sind eigentlich im Herbst ganz gut reingekommen. Die Aussaat, gerade die früh gesäten Bestände sind schön aufgelaufen. Das hat alles gut gepasst, auch mit den Niederschlägen. Wir hatten teilweise so sehr stark Niederschläge direkt nach der Aussaat. Ja, da war verschlemmt, da ist gar nichts aufgelaufen. Aber prinzipiell waren die Bestände eigentlich sehr schön. Die Warmwitterungen im Herbst haben dazu geführt, dass die Bestände auch gut in den Winter gekommen sind, dass man sie aber teilweise auch echt einbremsen musste, weil Ende Oktober noch keine Vegetationsruhe irgendwie in Sicht war. Gibt's das, wenn ich da einmal frage, ist das in den letzten Jahren mehr geworden? Also ich sehe das immer, dass sie immer mastiger in den Winter reingehen, ne? Ja, das führt natürlich dazu, wenn man sie früh sät, damit man überhaupt noch ein bisschen Bodenfeuchte hat, dass die auch gut in den Winter gehen. Problem natürlich, wenn kein Winter da ist, dann hören die auch nicht auf zu wachsen. Ja. Also warme Temperaturen, und das hatten wir in den letzten Jahren tatsächlich verhäuft, dass wir einfach warme Temperaturen ohne richtigen Winter hatten. Und dann sind die Bestände einfach deutlich besser entwickelt. Genau. Und dann, wie ging es weiter? Was ist so Ihre Ernteprognose? Normales Jahr oder schlechter in Mecklenburg-Vorpommern? Durchschnitt und sehr unterschiedlich. Also der Regen war sehr, sehr unterschiedlich in MV verteilt. Also im Osten besser als im Westen dieses Mal, an der Küste eigentlich kaum. Und dementsprechend, je nachdem, wie die Bodenverhältnisse sind, auch wie die Aussaat im Winter, im Herbst gelaufen sind, kann man das gar nicht so genau sagen. Ich gehe davon aus, dass wir so ein Durchschnittsjahr haben werden, aber es geht von bis. Also eine größere, also der Durchschnitt liegt auf dem Level, aber die Spannweite ist größer. Ja. Okay. Herr Grohal, Ernte geht ja jetzt los. Ein Kollege von mir fährt heute einen Mähdrescher-Prototyp in der Rapsernte in einer Region. Also es geht jetzt jeden Tag los. Erwarten Sie bei der Ernte dieses Jahr besondere Herausforderungen? Gibt es noch so ein paar letzte Tipps für die Drescherfahrer? Ja, also die Analyse oder die Beschreibung der Bestände war sehr treffend.
Wir sind ja ein bisschen kurios eigentlich gestartet, wenn wir uns in die Blüte erinnern. Wir hatten die so um den 20. April in etwa herum, oben in Norddeutschland. Das war noch recht, recht kalt. Die Nächte waren richtig kühl und wir haben so ein bisschen gehofft, dass die Witterung so ein bisschen durch Wärme und milde Fahrt aufnimmt. Das hat sie dann ja aber auch recht schnell wieder getan, dass wir in eine ziemliche Trockenheit entlang der Ostseeküste eigentlich gelaufen sind. Das bildet sich natürlich ein bisschen ab jetzt in den Beständen, dass wir sicherlich Zonen haben werden, die schon ja, je nach Bodengüte ein bisschen weiter abgereift sind und sich Zonen anschließen, senken oder so etwas, die noch ein bisschen grüner oder ein bisschen unreifer sein können. Das heißt, die Bestände gehen auseinander auf den Schlägen? Das kann dann passieren, genau so. Und das ist für den... Zum einen so für die klassische Reifebestimmung natürlich ein Faktor, dass ich vielleicht in beide Zonen gehe oder die identifiziere und klassischerweise unten in Schotenpaket reingucke und möglichst ja diese Gummischoten, das möglichst vermeide. Es hat sich eigentlich immer rentiert, ein bisschen zuzuwarten. Aber wie gesagt, wir können jetzt so ein bisschen diese Zonierung haben, dass auch größere Stücke im Schlag schon weiter abgereift sind. Das wird der Mähdrescher-Fahrer oder die Fahrerin sicherlich auch merken und da so ein bisschen vorausschauend fahren vielleicht, was wirklich jetzt den Drusch angeht und dann auch im Erntegut vielleicht ein Auge auf die Belüftung haben, weil ich ein ganz bisschen unterschiedliche weil da noch feuchte Partien zwischen sind. Partien mir vielleicht da raustrisch, ja, aus dem Gesamtschlag. Das kann drohen oder da müssen wir uns, glaube ich, drauf einstellen, ja. Ja, spannend. Wir hatten ja schon gesagt, wir ein bisschen mit den wirtschaftlichen Herausforderungen hatten wir ja in der ersten Runde schon mit Herrn Mielke und Herrn Brauer. Wir hatten ja echt unglaubliche Volatilität in den Preisen, haben wir eben schon drüber geredet, aber das andere Thema, was uns ja wirklich auch vor gut einem Jahr wirklich auch in einer nicht gekannten Weise betroffen hat, waren die Düngerpreise, die Entwicklung auch beim Diesel, also das heißt Bearbeitungsintensität war eine Sache. Das wird ja immer schwieriger, sich darauf einzustellen. Wie machen das Ihre Kunden und Kundinnen? Es ist schwierig, ne? Also als Landwirt steht man jeden Tag vor der Entscheidung, was mache ich heute und was mache ich morgen. Die größte Herausforderung im letzten Jahr war ja auch die Umstellung von der Agrarreform, also mit neuen Anbauverhältnissen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss, wo ganz lange gar nicht klar war, was man überhaupt machen darf und was nicht. Das stellt einen natürlich auch vor Herausforderungen. Prinzipiell glaube ich, für die hohen Düngerpreise ist es immer gut, wenn man sich vorher überlegt, okay, wenn ich jetzt viel Dünger kaufe, kontraktiere ich gleich nochmal Getreide oder Raps mit, dass man das einfach absichert. Dass man einfach das betriebliche Risiko damit schmälert, ja, und sich halt generell darüber Gedanken macht, wie vermarkte ich meinen Anbau. Aber es war schon schwierig, ne? Erst, ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, da wurde jemand beneidet, weil er viel Dünger gekauft hatte und was hatte. Und drei Monate später haben sie alle gesagt, du hast viel zu viel gekauft, weil es viel zu teuer gekauft hat. Wie reagieren Ihre Betriebe da mittlerweile drauf? Die sagen, wenn ich die erste Gabe mal liegen habe, bin ich erstmal abgedeckt und ich kaufe in mehreren Chargen. Das ist ganz unterschiedlich. Also es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie meine Liquidität auf dem Betrieb ist. Ja. Also wenn ich das Geld habe, kaufe ich natürlich den Dünger vor. Gerade wenn es dann heißt, ja, blöd gelaufen, es gibt keinen Dünger, da wurde ja auch viel Angst geschürt. Absolut. Dann haben Betriebe zu teuren Preisen gekauft und hinterher sind die Düngepreise gefallen. Es ist immer schwierig, also die erste Gabe zu haben ist besser, als sie zu brauchen und dann nichts zu kriegen. Ja, aber dieser psychologische Effekt, der ist mir auch aufgefallen, bis hin zu den Meldungen, wir stellen die Düngerproduktion jetzt erstmal ein, weil wir kein Gas mehr kriegen, ne? Und das war ja tatsächlich so. Und dann sind die Düngepreise natürlich massiv in die Höhe gerauscht. Viele Betriebe haben auch abgewartet, in der Hoffnung, dass was nachkommt. Und so war es ja zum Schluss dann auch tatsächlich. Ja. Wie ist das denn, Herr Groal, die ökonomischen Rahmenbedingungen, wie beeinflusst das Sie persönlich in Ihren Anbauempfehlungen? Dass Sie sagen, das wird immer schwieriger, ich gehe lieber auf Nummer sicher oder was macht das mit Ihnen? Ja, zum einen ändert sich da eigentlich nicht ganz viel in unseren Empfehlungen. Wir brauchen wirklich ein stabiles Fundament im Herbst, also eine gute Aussaat auf den Punkt, wie das so schön heißt, ist wirklich ausschlaggebend. Dann empfehlen wir klar, bei unserem Top-Sortenmaterial zu bleiben oder sich darauf zu orientieren. Denn den Ertrag brauchen wir sowohl in der Niedrigpreisphase als auch in der Hochpreisphase. So. Wenn wir aber ein wirklich stabiles Pflanzenfundament in den Herbst stellen. Ich glaube, dann haben wir auch Möglichkeit, eher im zeitigen Frühjahr denn nochmal zu reagieren, als andersrum, wenn ich schon irgendwie in der Herbstentwicklung vielleicht von vornherein
ein bisschen sparsamer unterwegs bin. Also das versuchen wir so ein bisschen auf den Herbst zu fokussieren, da wirklich alles reinzulegen, so gut es geht, den Rapsbestand zu etablieren. Also die Jugendentwicklung auch, um die Resilienz gegenüber Trockenperioden zu verbessern? Trockenperioden, Schädlinge, ja. Genau, solche Geschichten, solche Gebaren. So, und dann kann ich von diesem stabilen Fundament vielleicht auch ein bisschen die Ökonomie mit reinziehen. Aber wie gesagt, ganz klare Empfehlung bei unseren Top-Sorten zu bleiben, weil wir die neben den offiziellen Prüfungen auch im internen Prüfwesen auf Herz und Nieren und harte Anbaubedingungen gecheckt haben. Und das bleibt da bei unserer Empfehlung ab. Frau Kring, wir kommen gleich nochmal zur Intensität. Ich würde aber gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Haben Sie momentan den Eindruck, dass das Ranking sich ändert? Weil Weizen ist ja auch nicht so schlecht gewesen in letzter Zeit. Wie beurteilen Sie momentan die Marktfrüchte insgesamt im Wettbewerb, was den Deckungsbeitrag angeht? Wenn man sich das so anguckt, sind natürlich Kartoffeln und Zuckerrüben immer auch noch besser als Raps und Weizen. Aber wenn man die mal ausnimmt, teilen die sich eigentlich die Spitze. Also mal ist Raps besser, mal ist Weizen besser im Deckungsbeitrag. Aber die beiden gehören auf jeden Fall in Kombination in den Betrieb und in eine Fruchtfolge. Herr Grohl, vielleicht ist das überhaupt realistisch? Man hat ja immer so den Eindruck, dass gesagt wird, oh, dieses Jahr ist das gut, ich mach das mal. Ich meine, Sie haben ja gerade schon wohlweislich Kartoffeln und Zuckerrüben, da mal eben einzusteigen oder auszusteigen, ist halt Theorie, aber in der Praxis nahezu unmöglich. Es sei denn, man hat einen Nachbarn, der die Technik hat. Aber wie realistisch ist das überhaupt, kurzfristig seine Fruchtfolge nach Marktbedingungen auszurichten? Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Wir haben das ja eingangs gehört im ersten Part, wie schnell sich die Preise oder Preisrelation zwischen den Früchten denn ja auch drehen können. Ja. Und da denn so auf dem Acker zu reagieren, ist auch nicht unbedingt unsere Empfehlung. Das ist also eher theoretisch. Eher theoretisch, so würde ich das einschätzen. Und die etwas weiteren Fruchtfolgen stabilisieren vielleicht ja auch das Gesamtsystem und die Ertragssicherheit auch der einzelnen Kulturen steigt sicherlich. Und ich habe so den Eindruck, mit dem Gespräch mit den Praktikern, mit denen wir jetzt so zu tun haben in der letzten Zeit, wären die Fruchtfolgen eher mehrgliedrig, weil auch viele positive Feldeffekte genutzt werden und eben einige Herbizide oder auch andere Pflanzenschutzmittel wegfallen. Sehen Sie den Trend stabile, mehrgliedrige Fruchtfolgen vor Wirtschaftlichkeit der Einzelfrucht? Ich glaube, das geht miteinander einher. Ja. Also je weiter meine Fruchtfolge ist, desto besser sind zum Schluss auch eine Ertragsstabilität in den Einzelkulturen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir, wenn wir nur Rapsweizengerste anbauen, natürlich eine höhere Gräserproblematik auch haben. Ja. Und zum Schluss ist es tatsächlich so, dass auch Raps als wichtiger Bestandteil von einer Fruchtfolge nicht mehr als 25% einnehmen sollte, weil man einfach 4 Jahre Anbaupause auf einem Schlag drauf braucht. Ja. Ich glaube, das wird einfach, je weiter die Fruchtfolge ist, gerade wenn man sich zum Beispiel MV anguckt, da haben wir ja das Maßnahmeprogramm Vielfältige Kulturen, da kriegt man in MV nochmal 60 Euro plus das, was man in der ersten Säule 45 kriegt. Das heißt, wir sind bei 105 Euro je Hektar, was wir zusätzlich bekommen, wenn wir 5 Kulturen anbauen und 10% Leguminosen. Und das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, ne? Das nimmt man mit, aber hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich einfach aus phytosanitärer Sicht nicht so viele Krankheiten mit reinbringt, die Gräserbehandlung einfacher wird, ein Wechsel von Sommer und Winterung. Also das hat viele positive Effekte, das dann auch dazu führt, dass man tatsächlich eine Ertragsstabilität auch in den Einzelkulturen kriegt. Bei den betriebswirtschaftlichen Auswertungen, gucken Sie da die gesamte Fruchtfolge auch an? Oder weil ich habe manchmal den Eindruck, es spricht viel gegen die Fruchtfolge, wenn man einzelne Kulturen solo miteinander vergleicht. Man muss doch das ganze Konzept vergleichen, oder? Es macht nur Sinn, die Fruchtfolge miteinander zu vergleichen. Und wenn man dann guckt, okay, man baut Raps, Weizen, Weizen, Gerste an oder man baut tatsächlich mit Körner, Mais und Erbsen eine Fruchtfolge an, dann ist der Deckungsbeitrag kommt dann halt auf die Hoch- oder Niedrigpreisphasen an. Also wenn man sich 2022 anguckt, wenn ich 70 Euro für einen Weizen, für einen Raps kriege, ja, dann lohnt sich das natürlich auch viel Raps anzubauen. Ja. Aber wenn ich niedrige Preise habe, dann lohnt es sich auch wieder eine Erbse mit einzubauen. Weil alleine, wenn ich mir anschaue, dass meine Gerste, die ich nach der Erbse baue, 5 Doppel mehr bringt, ohne dass ich zusätzlich dünge, ist natürlich der Effekt einfach da. Und deswegen, wenn man sich die Fruchtfolgen miteinander vergleicht, sind die dann tatsächlich zu Niedrigpreisphasen eigentlich die weite Fruchtfolge besser als die enge. Wenn ich dann noch die am Premium mit hinzunehme, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Herr Grohl, vielleicht nochmal von oben drauf gesehen,
mit der Sortenwahl haben Sie eben schon gesagt, ohne jetzt hier die einzelnen Sorten nennen zu wollen. Wir sind ja hier neutral, aber die Anbauintensität und Sortenwahl, kann man das miteinander abstimmen? Gibt es Sorten, die mehr Variation in der Anbauintensität abkönnen als andere Sorten? Also kann ich bei einer Sorte, sagen wir mal, wenn der Düngerpreis plötzlich hochgeht und gleichzeitig erstmal der Produktpreis runtergeht, kann ich sagen, okay, dann führe ich die halt weniger straff, den Bestand, als bei anderen Stellgrößen? Ja, das ist Teil unseres Bestrebens. Und wir haben die gute Situation, aus der Züchtung neben dem Top-Ertrag auch Sorten zu bekommen und in den Markt zu geben, die sich halt agronomisch unterscheiden oder auch in der Gesundheitsausstattung. So, wir haben genetisch fixierte FOMA-Gesundheit. Die Standfestigkeit war auch ein Bestreben, die zu verbessern. Stickstoffversuche oder die Zuchtgärten laufen per se in reduzierter Stickstoffintensität. Dazu machen wir noch produktionstechnische Versuche, die auch schon mal eine Stufe von 120 N ganz gezielt abtesten, mehrjährig. Oh, okay. Und das bringen unsere Sorten, die wir in der Empfehlung haben, per se schon mal mit. Die haben diese Tests durchlaufen und da fühlen wir uns sicher in der Empfehlung. Daneben oder im Sortiment haben wir dann auch sozusagen Gesundheitsspezialisten, die da nochmal eine spezielle Eigenschaft mitnehmen und vielleicht besonders standfest sind und stängelgesund, wo ich dann am ehesten vielleicht noch spezieller drauf in der Intensität, vielleicht im Fungizidenbereich reagieren kann. Also das ist unser Konzept, neben dem Top-Ertrag, den Sie alle quasi mitbringen, so ein Mehrsortenkonzept anbieten zu können. Ganz klar, um da reagieren zu können. Eine Sache ist ja nochmal, wenn ich so die nächste Aussaat ansehe, würden Sie zustimmen, Sie beide auch, der Saatzeitpunkt wandert ja eher nach hinten. Kann man das so sagen oder ist das nicht ganz richtig? Pauschal glaube ich, schwer zu sagen. Es gibt auch den Trend zu früherer Saat. Gerade okay. In Mecklenburg habe ich den kennengelernt. Es muss halt so ein bisschen auf den Punkt kommen. So. Und wenn oder wie viel Toleranz ist im Saatzeitpunkt? Fangen wir anders an. Wir haben ja doch jetzt mit mehreren Trockenperioden immer mal wieder zu tun. Wie stark habe ich Varianz in meinem Saatzeitpunkt, um dann zu sagen, na, in zwei Wochen ändert sich die Wetterlage eventuell, ich warte noch. Oder nee, ich habe jetzt noch Restfeuchte, danach wird es eher wieder trocken, ich gehe jetzt raus. Ist da mehr Varianz heute drin? Vielleicht das, beide? Das denke ich schon, was wir mitbekommen haben. September-Aussaaten sind ja quasi schon nichts Exotisches mehr. Nee, oder? Man lässt sich schon jetzt wirklich drauf ein, auch gedanklich. Ich glaube, ja, späte Saaten, ganz geplant ist es wahrscheinlich ja nie, aber ich muss dann auf den Punkt wirklich bestellen. Und wenn sich Regen dann erst ankündigt, letztes Jahr haben wir es auch erlebt, große Teile Niedersachsen, die sind ja erst in der ersten September-Dekade angefangen worden zu bestellen, dann lieber so auf den Punkt zu agieren, anstatt ins Kalenderblatt zu gucken. Und ich glaube auch, dass es deutlich wichtiger ist, dass man schaut, dass die Bodenbearbeitung stimmt, dass die Bodenverhältnisse passen und dass dann Regen in Aussicht ist, als zu sagen, es ist der 20. August und ich muss jetzt unbedingt meinen Raps drehen, weil jetzt habe ich das seit 20 Jahren gemacht. Wobei bei der Bodenbearbeitung, da streiten wir im Kollegenkreis auch, Flügen oder nicht Flügen. Die einen sagen, verzichte auf den Pflug, das spart Wasser. Ich glaube, das ist ein Konsens. Andere sagen, ich habe geflügt und habe feuchten Boden hochgeholt und hatte eine bessere Startphase, bessere Keimungsphase. Was ist denn jetzt richtig? Ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch dabei. Also das ist ein bisschen die Überzeugung vom Betriebsleiter zum Schluss. Ja. Und ich glaube, es kommt eher darauf an, dass man gutes, feinkrümeliges Saatbett hat, anstatt zu pflügen oder zu nicht zu pflügen. Wenn das nochmal auch die Frage an beide, Einzelkornsaat, wird das mehr? Also bei uns in MV sind es mittlerweile, ich würde schätzen, 20% der Betriebe, die tatsächlich einen Einzelkorn sehen. Und das ist ein schönes Prinzip. Also wenn man das sieht, dann sind die Pflanzen tatsächlich alleine das, was Optisches hermacht, besser entwickelt. Also die Bestände sehen schöner aus. Die Standraumverteilung besser ist. Genau. Und zu den aktuellen Raps-Saatgutpreisen ist natürlich auch eine enorme Einsparpotenzial da. Also wenn man, weiß ich nicht, zwischen 20, maximal 25 Körner pro Quadratmeter, ist natürlich auch das ein guter Punkt, den man mitnehmen sollte. Sie müssten jetzt sagen, nee, sehr so viel wie geht, aber mal auf die Einzelkornsaat, im Grunde genommen, das ist ein Trend, oder? Das ist ein Trend, ganz klar. Und
wir finden es positiv oder ist positiv, dass man mit Raps überhaupt so breit denken kann, ob Pflug oder Gruppersaat ist ja eigentlich auch schon ein Ansatz, ja. Und die Aussaatverfahren sind ja auch sehr breit mit Raps, das ist gut. Betriebe können reagieren, wenn ich mit Durchwuchs oder Altraps Probleme habe auf den Schlägen, dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht in weiterer Reihe mechanisch dazwischen ja. zu arbeiten. All das sind sicherlich Ansätze, auch eine konzentrierte Düngerplatzierung im Einzelkornsaatverfahren ist sicherlich hier und da oder im roten Gebiet vielleicht dann auch speziell. Das sind alles Möglichkeiten, die wir mit Raps sehr gut umsetzen können und das ist per se positiv. Sind und Ihnen so Strip-Till-Einsätze bekannt im Raps? Das war mal eine Zeit lang, wurde es diskutiert. Ich habe mir mal von einem schwedischen Hersteller, wollen wir nicht ins Detail gehen, was angesehen, die das eben propagiert haben, also ruhiger geworden, oder? Wird nicht ganz so häufig gemacht, gibt es aber vereinzelt. Weil ich glaube, die These ist ja, möglichst schnelles Wurzelwachstum nach unten, um dann in Trockenphasen möglichst tief ranzukommen, richtig? Das wäre die Wunschkonstellation eben, ja. Das fitte, gesunde Herbstfundament, auch mit einer Top-Wurzel, ist natürlich ja, die Basis für das weitere Jahr, dass ich reagieren kann mit dem Bestand und nicht unbedingt agieren oder peppeln muss. Ja. Wo wir nochmal dabei, ja, Entschuldigung. Danke, das gleicht das Ganze halt auch nochmal aus. Wenn ich eine gut entwickelte Wurzel habe, dann ist der Raps auch im Frühjahr bei Trockenheit deutlich unempfindlicher. Was ist denn, was gibt es Neues im Thema Beizen? Ja, bei uns, bei Rapul bleibt eigentlich alles beim Bewerten, unser Beizkonzept. Es bleibt auch dabei, dass wir eine Wahlfreiheit anbieten den Landwirten. Mhm. Wir haben ungebeizte Sorten, wir haben einen Standard-Fungizidenschutz und wir nennen es eine Premium-Beizung mit Insektizidem und Fungizidem-Beizschutz. Aber es ist so, wenn man mal jetzt 2-3 Jahre zurückgeht oder 4 vielleicht auch, wurde gesagt, wenn ich die Neonix-Milch nicht mehr in der Beize haben kann, dann ist der Rapsanbau durch. Das hat sich nicht bewahrheitet, ne? Haben wir da vielleicht ein bisschen zu viel Panik gemacht? Also der die Ertragseinbuße, die wir dadurch erlebt haben, war ja schon massiv. Durch den Erdfloh damals. Oder? Ein bisschen, ja. Ja. Aber ich glaube, es ist, man kann Raps auch ohne Beize anbauen, also ja. ohne Neonix. Aber ich finde gerade die Fungizide oder Insektizide, Beize drumherum, macht schon Sinn. Also es gibt ja auch einfach nochmal so einen Schub mit in den Anfangsstadien. Insgesamt, wo gibt es, wir haben ja Farm to Fork ist nach wie vor ein Thema, wir haben über SOR eben gesprochen, gut, das wollen wir jetzt nicht weiter aufdröseln, aber zumindest gibt es ja eine gesellschaftliche Tendenz, eine politische Tendenz, Pflanzenschutz generell zurückzufahren. Wo geht denn im Raps noch was? Na, wenn man sich anguckt, dass wir langfristig über 50% Pflanzenschutzreduktion reden, muss man sich überlegen, wo man das macht. Ich glaube, Raps an sich ist nicht die Kultur, in der man massiv Pflanzenschutz einsparen kann, weil es halt gerade in der Fruchtfolge auch als Gesundungskultur genommen wird. Also ja. wenn man sich das anschaut, ist es im Raps halt deutlich einfacher, Gräser zu bekämpfen als in einem Weizen. Und deswegen wird man in der Herbizidmaßnahme schon nicht so viel sparen. Wenn man sich das jetzt aber anguckt und sagt, okay, man macht tatsächlich eine Einzelkornsaat, kann man ja dazwischen hacken und macht quasi nur in der Reihe eine Bandspritzung. Und ich glaube, das ist ein System, mit dem man auch schon gut Pflanzenschutzmittel einsparen kann, wo wir dann tatsächlich auch hinkommen werden. Gibt es erste Betriebe, die das bei Ihnen machen schon? Also beim Mais wird es hier mehr gemacht, aber im Raps habe ich es noch nicht so oft gesehen. Also wir haben tatsächlich einzelne Betriebe, die das ausprobieren. Also gehackt wird dazwischen mittlerweile relativ viel, aber mit Bandspritzen, das ist die Technik einfach noch relativ teuer und das gibt es noch nicht so viel in MV. Deswegen eigentlich witzig genug, als ich in der Lehre war, war Bandspritzung, hatten einige. Es kommt alles das wieder. Ist sichtbarerweise auch schon ein paar Jahre her bei mir. Aber das ist so, das ist ja, wir reden dann über einen 50er Reihenabstand, der dann sowohl in Mais als auch in Raps gefahren wird. Oder wie machen die das? 45 ist es bei uns. 45? Genau. Aber wenn man sich das anguckt, kann man ja da in der Reihe 60% Pflanzenschutzmittel einsparen. Ja, ja. Das ist schon. Also dann ist das eher Rübe und Raps, dass sie da die gleichen Hacken verwenden. Ja. Ja, okay. Gut, vielleicht noch eine Sache mit der Bitte auch um eine Antwort, die nicht ganz so firmenspezifisch ist, sondern generelle Trends rausarbeitet. Schlüssel sind ja auch resilientere Sorten. Sind das die Zuchtziele, die kommen, dass man sagt, wir müssen die Sorten noch widerstandsfähiger machen? Ja, Resilienz, das ist natürlich ein großes Wort, aber ja, Modewort, wir können auch nachhaltig sagen. Ja, also die Sorten,
die Züchtung wird breit abgeklopft. Das ist was klar. Was sind die Hauptthemen da? Also was ist so, wenn Sie mit den Anbauern sprechen und die sagen, so, du bist doch Züchter oder ihr seid Züchter, das will ich da reinhaben. Was ist da Thema Nummer eins? Ertragsstabilität. Okay, das, und die wird wie erreicht? Durch robuste Sorten, die eine robuste Entwicklung haben, robustes Wachstum, eine gute Allgemeingesundheit haben und ja, ein Stück weit widerstandsfähig sind, so in ihrem Habitus. Das ist eigentlich das, was diese resilienten Sorten, diese Ertragsstabilität ausmacht. So, und da testen wir ab über verschiedene Umwelten, kontinentale Standorte, küstennahe Standorte, europaweit eigentlich, wo da unsere Sorten oder die Kandidaten durch müssen. Und es kann schon sein, dass aktuelle Top-Sorten da auch 10, 12 diese Spezialprüfungen, die wir machen, hinter sich haben. Das sind dann auch speziell Trockenstressversuche, die wir da mit und ohne Beregnung fahren können. Das sind auch Ökoanbauten, die wir zum Teil da mitmachen. Und das gilt dann so ein Gesamtpaket quasi zu machen, wenn unsere Top-Sorten da durchkommen, sich da da drin bestehen, dann können wir das vielleicht als resilienten Sortenansatz mitgeben und so tun wir es eigentlich auch. Und wenn Sie einen Wunsch äußern dürften an den Züchter, was soll der Raps können? Genau das? Am liebsten alles zusammen. Also ja, mit Trockenheit gut auskommen, stabile Erträge bringen, gute Ölgehalte. Also wenn ich mir das wünschen könnte, würde ich so ein Einmal mit alles. Genau. Okay, gut. Ja, das nehmen wir mal gerne mit. Aber wie gesagt, diese Ertragsstabilität an verschiedenen Standorten stabil zu bleiben, das heißt die Abweichung vom Mittelwert nicht zu groß werden zu lassen, das ist eigentlich das, als an einzelnen Standorten die Ertragsspitze zu machen und dann zu sagen, die Schwankungen rausnehmen und es wirklich unter den doch stark wechselnden Bedingungen immer gut dastehen zu lassen. Genau richtig, ja. Und nicht die oberste Spitze zu erreichen. Okay, ja, bitte? Manchmal ist ein Mittelwert ja besser, als die Hochs und Tiefs mitzunehmen. Das habe ich meinen Eltern nach meinem Abi-Zeugnis auch gesagt. Also von daher, das ist vielleicht jetzt schon der Punkt, wenn ich Herrn Mielke und Herrn Brauer noch mal zu uns bitten kommen. Wir kommen jetzt zur Schlussrunde. Da haben wir schon ein paar Fragen hier, die werden mir auch noch mal reingereicht. Vielen Dank. Also wenn Sie jetzt noch die letzte Möglichkeit nutzen, entsprechend Fragen loszuwerden. Wir fangen mal an. Die erste Frage, die mir hier hingereicht worden ist, das geht noch mal um den Börsenpreis. Sicherlich an Herrn Mielke und Herrn Brauer noch mal. Ich trage das mal vor. Hier ist auch Herr Mielke adressiert. Ist der aktuelle Börsenpreis von 470 Euro pro Tonne für 2024 Kassapreis ca. 430, 440 Euro pro Tonne attraktiv genug für neue Kontrakte? Also ist der Preis für August nächsten Jahres? Ja. Ja. Es ist immer ein Wagnis, diese Entscheidung zu fällen. Ich würde zu diesem Preis von 470 einen Teil meiner zu erwartenden Ernte verkaufen. Ein Drittel? Nee, 10%. 10% nur? Ich, nach unserer Einschätzung gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit oder wir erwarten, dass die Preise um mindestens 10%, vielleicht sogar mehr als 10% steigen innerhalb der nächsten 7 bis 12 Monaten. Okay, Herr Brauer, gehen Sie mit? Also Herr Bielke ist hier der Börsenfachmann. Ja gut, aber Sie sind ja, Sie haben ja selber auch Anbauflächen, was würden Sie tun? Aber ich schließe mich voll Herrn Mielkes Ausführungen an. Also ich würde auf keinen Fall, wie Sie sagen, ein Drittel hier nehmen und ob nur 10 oder 15%, das sei mal dahingestellt. Aber vom Grundsatz her ist das auch wieder eine sehr gute Aussicht, die wir da schon jetzt für August 24 haben. Das muss man ja vorneweg mal festhalten. Bei einer im Grunde einigermaßen verlässlichen Grundlage zu kalkulieren, zu welchem Preis wir den Raps ins Feld stellen. Das haben wir ja gerade eben auch eindrucksvoll so gehört. Und insofern, der Preis hat sich entspannt. Das heißt, wir gehen auch anders jetzt in die Kulturen rein. Ne? So, wir haben nicht mehr die Situation, das, ja, ich will das jetzt nicht überspitzen, aber das Jahr 22 war ein Schockjahr. Ja. Nicht? Also der Ukraine-Krieg ist ein Schock.
und eine hat zu einer Verwerfung geführt, die so vielfältig ist und auch immer noch führen kann. Ich habe vorhin schon einmal gesagt, wenn das Getreideabkommen nicht verlängert wird, dann werden da Karten neu gemischt. Ja, absolut. Und das ist im Moment hier, soweit ich weiß, noch gar nicht abzusehen, ob das wieder zustande kommt, ne? Es gibt viel größere oder es gibt andere ganz große Unsicherheitsfaktoren. Auf der Angebotsseite das Wetter, auf der Nachfrageseite sehr viele Fragezeichen. Wir waren in eine Rezession rein in einigen Ländern. Es gibt große Finanzprobleme auf der Demandseite. Wir haben Fragen bei Biodiesel. Es gibt sehr viele Fragen. Ein konservativ geführter Betrieb in meinen Augen sollte zu diesem Preis einen Teil verkaufen. Mhm. Damit liegt er über den Produktionskosten. Aber die Hoffnung besteht, eine gute Hoffnung, dass die Preise innerhalb der nächsten Monate, vor allen Dingen im Januar, Juni 2024, über dem Niveau sein werden. Also meine Tochter würde sagen, da geht noch was. Da geht noch was. Okay, dann vielleicht jetzt die nächste Frage ist an unsere beiden Experten hier oder Expertinnen und Experten. Blick auf die Aussaat nochmal. Welche Saatstärken empfehlen Sie für die frühere, für die späteren Termine und dann bei Normal- und Einzelkornsaat? Da will es einer ganz genau wissen. Fangen wir mal an für die früheren Termine und dann Normal-Einzelkorn und dann in die späteren Termine. Ja, sich vielleicht auch ein bisschen von den Terminen lösen, sondern gucken, wie ist die Bodenstruktur, wie ist die im Strohrotte gelaufen. Wie kann ich das beurteilen? Also wenn ich jetzt selber auf dem Kamm stehe und sage, was mache ich jetzt? Ja, vielleicht mal einen Spaten nehmen, auch mal aufgraben, wie fällt das Ganze und gucken, was ist an der Oberfläche los, an Strohresten noch da, wie ist das verteilt worden, wie war die Häckselqualität und wie habe ich das... Das heißt also, je mehr Stroh, desto größere Aussaatstärke, weil da phytotoxische Effekte stattfinden? Das kann sich dann schon bewähren, ja, wenn das ein bisschen ruppiger in Anführungsstrichen ist, da einen kleinen Puffer einzubauen. So für die frühen Termine, wenn das, sag ich mal, gute Bedingungen sind, denn bei einer Drillsaat sprechen wir dann etwa so von 35 Körnern, die wir empfehlen würden. Je später das wird, auch bei guten Bedingungen, Richtung 45 Körner würde ich es mal taxieren wollen. Bei der Drillsaat. Bei der Drillsaat. Bei der Einzelkornsaat, da kommt es natürlich ein Stück weit von den Reihenabständen an. Wie eng stehen dann die Pflanzen, die ich als Saatstärke mir da reindenke. Da auch in Abhängigkeit oder bei guten Bedingungen, würde ich mal sagen, so 25 Pflanzen wären dann eine Empfehlung. Wenn es ein bisschen ruppiger, schwieriger, trockener, mehr Strohmengen und so weiter sind oder ich kenne den Standort, wo vielleicht ein bisschen Inhomogenität ist, Tonkuppen und so etwas, da vielleicht Richtung 35 Körner zu denken. Aber wir wissen gerade aus unseren Versuchen und Auszählungen und Beobachtungen, dass gerade die trockenen Bedingungen ein bisschen Feldaufgang kosten können. Also das dann einkalkulieren bei beiden Verfahren, ob Drillsaat oder Einzelkorn. Ich würde bei der Einzelkorn gar nicht so weit hochgehen, weil das Problem ist ja, dass dann die Pflanzen innerhalb der Reihe zu dicht stehen und dann eher nochmal auf die Sortenwahl eingehen. Also dass man dann sagt, okay, ich nehme Kompensationstyp, der halt mehr verzweigt und nicht nur einen Haupttrieb bildet. Mhm. Das ist, glaube ich, dann wichtiger. Aber ich würde bei guten Aussaatbedingungen 20 Körner, aber mehr als 25 würde ich auch nicht nehmen auf einen Quadratmeter. Bei Mais habe ich ja heute schon sehr häufig, wenigstens ist das bei mir im Münsterland so, dass Applikationskartenthema sind. Wir haben ja hier auch heterogene Böhne, nicht so viel wie in MacPom, aber schon auch. Ist das schon im Raps irgendwie das schon gemacht mit Applikationskarten? Sind Ihnen da Beispiele bekannt? Weil das würde sich ja anbieten. Die Technik ist die gleiche. Ja, also wir haben einzelne Betriebe kennengelernt, die das so machen in der Aussaat, aber auch in der Düngung. Wir fußen meistens auf der Ertragskartierung von den Mähdreschern, dass da Ableitungen getroffen werden, individuell. Weil das wäre ja eigentlich auch interessant, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, eben mit leichten Böden und schweren Böden, die Wasser nachliefern oder eben nicht, dass die Saatstärke auch entsprechend daran anpasst. Das wird wahrscheinlich noch mehr kommen, ne? Das wird kommen, das wird auch mehr und das ist vor allem in Betrieben, die sowieso mit Digitalisierung weiter sind, schon der Fall. Das wird in
Zukunft aber auch einfach darauf hinauslaufen, weil wenn man sowieso auch langfristig mit einer Düngekarte quasi nach Ertragspotenzial arbeitet, kann man das auch in der Aussaatstärke einfach mit nutzen. Vor allem, wenn ich ja so knapp arbeite, wenn ich 20 Pflanzen habe und habe da, sagen wir mal, eine Sandlinse drin oder so, dann würde ich ja gerne auch ein bisschen mehr bringen dann. Ne? Herr Brauer, hier kommt noch eine Frage zum Rapsschrot. Wenn die Tierhaltung langfristig stärker zurückgeht, also wir merken ja gerade einen starken Strukturwandel in der Schweinehaltung, auf der anderen Seite geht die Tendenz ja hin zu heimischen Eiweißträgern. Hat es dann Einfluss auf die Preisgestaltung des Erzeugerpreises von Raps? Davon würde ich so nicht ausgehen. Wir haben ja trotz, sagen wir mal jetzt 20 Millionen Tonnen plus in der Europäischen Union Rapssaaternte, immer noch einen ganz großen Importbedarf von Eiweißfuttermitteln, Stichwort Soja-Importe. Und bevor der Rapsschrotabsatz darunter leidet und damit dann die Preisbildung Einfluss hat, wird sicherlich eher ein Importfuttermittel reduziert werden. Weil es ja teilweise das ist auch jetzt ein bisschen pauschal, wird, ne? Das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber grundsätzlich haben wir weiterhin einen enorm hohen Importbedarf. Und insofern, wir sind sowieso nicht Eigenversorger bei Futtermittel, proteinhaltigen Futtermitteln. Ja. Und dann haben wir, das ist dann an der Stelle der Vorteil, ein GVO-freies Futtermittel. Mhm. Sehen Sie es ähnlich so? Dass die Nachfrage nach heimischen Eiweißträgern auch so stabil ist und noch so viel Bedarf besteht, dass ich erstmal durch die Abstockung der Schweinebestände erstmal nicht mit negativen Folgen zu kämpfen habe? Ja, sehe ich auch so. Okay, gut. Dann ist noch eine Frage an Frau Kring. Welchen Einfluss haben die aktuell sinkenden Düngerpreise auf die Rentabilität der Raps- und Getreideproduktion? Wir haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Wollen Sie nochmal darauf eingehen? Na, wenn man sich das alleine anguckt, also nehmen wir mal einen Deckungsbeitrag von, weiß ich nicht, wir schauen uns Raps an, sind wir ja auch hier. Und also wenn man den Stickstoffdünger guckt und der kostet halt nur 1 Euro oder kostet 2 Euro pro Kilogramm und ich dünge 160 Euro, dann macht das natürlich einen massiven Unterschied. Mehr Spaß, ne? Genau, es macht halt ungefähr das, es ist eine Verdopplung von den alleine Endkosten. Und dann ist halt die Frage, je nachdem, wie gut meine Erlöspreise sind, ob ich nun halt unterm Strich 300 Euro rauskriege oder halt auf einem Minusgeschäft laufe. Also ich glaube, da haben wir eben drüber gesprochen. Hier ist noch eine Sache, die haben wir eben schon mal angesprochen, aber ich finde ich auch sehr spannend. Wie wichtig ist der Rapsanbau in Ihren Beratungsbetrieben für die Gräserbekämpfung? Wir haben ja immer weniger Graminizide, wir haben Resistenzen, gerade vor allem Ackerfuchsschwanz, aber auch Weidelgräser. Kann man das monetär bewerten und sagen, das muss ich eigentlich bei der Preiskalkulation mit reinrechnen? Ja, muss man. Also zum Schluss ist es halt im Raps deutlich einfacher, Gräser zu bekämpfen als im Weizen, wie vorher schon gesagt. Und dann ist halt auch die Frage, gut, wenn man ein Atlantis mitnimmt, das 70 Euro auf den Hektar kostet, oder man nimmt irgendwie ein Kerb, das halt nur 40 Euro kostet und so ein bisschen Select oder Agil mit dazu. Naja, dann sind das, ich würde sagen, 20% Kosteneinsparung, die man im Raps gegenüber einem Weizen hat. Okay. Herr Grohl, stimmt's? Ja. Okay, schnelle Antwort. Ja, ist ein Faktor, klar. Das muss man mitnehmen, neben dem, sag ich mal, klassischen Vorfruchtwert, den die Wurzel ja quasi mit vorgebohrt hat, ist das natürlich auch ein Faktor, den man beim Raps mit andenken sollte. Ne? Okay, ich guck mal in unsere Regie. Ich kriege das Zeichen. Wir haben keine weiteren Fragen aus dem Chat. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren, dass Sie geguckt haben, auch an euch hier bei uns in der Maschinenhalle. Das war für unsere Premiere. Wir senden das erste Mal live hier das Vorerntegespräch. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, dass Sie hier waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben ein paar Inputs für Ihre Entscheidung getroffen und wir freuen uns, wenn Sie bei den nächsten Webinaren, die wir vielleicht im Frühjahr wieder machen, wieder einschalten, und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Ernte 23. Dankeschön.